Bayern München trauert um seinen ehemaligen Trainer Detmar Kramer, der am Donnerstag im Alter von 90 Jahren in seinem Wohnort Reit im Winkel verstarb. Unter Detmar Kramer gewann der FC Bayern 1975 und 76 den Europapokal der Landesmeister. Mit ihm ist der nationale und internationale Aufstieg des FC Bayern eng verbunden. Detmar Kramer war ein großer Trainer, so Karl-Heinz Rummenigge, der auch seine Karriere als väterlicher Freund förderte. Unser Vorstandsvorsitzender und der gesamte Verein trauern um einen ganz besonderen Menschen. Im Tagesgeschäft stand heute die Vorbereitung auf das Spiel bei Darmstadt 98 an. Der Aufsteiger ist ja in den 4 Spieltagen bisher noch ungeschlagen und geriet sogar als einziges Team bislang noch gar nicht in Rückstand. Pep Guardiola zeigt durchaus Respekt und kennt die spezifischen Stärken. Sie sind sehr aggressiv mit Ball und Ball, aggressiv mit allen Konzepten. Ist länger Ball mit Stürmer, viele Eikers, viele Frestos, große Mannschaft. Sie haben Pansing angefangen. Ihre Spielweise ist komplett ein anderes als Wolfsburg zum Beispiel. Und wir müssen anpassen. So ist ihre Qualität, auch die sind in der Bundesliga. Es ist nicht eine Mannschaft, die Ball besitzt, es ist nicht eine Mannschaft für rechts, links, links, rechts. So ist die rechte Stürmer, provozieren viele Fouls. Der Stürmer ist sehr groß, provozieren Freistoß und diese kleine Situation natürlich der Konter, viele Spielverlängerungen, direktes Spiel. So haben in Leverkusen gewonnen. Ich kenne, wie schwer es in Leverkusen mit Roger Schmidt Mannschaft gewinnen. So, großer Respekt. Das Champions-League-Spiel in Piräus hat ein paar Blessuren hinterlassen, wobei Xabi Alonso und Arturo Vidal heute schon wieder dabei waren. Robert Lewandowski absolvierte seine Einheit im Leistungszentrum. Gute Nachricht für Rafinha, der wieder für die brasilianische Nationalmannschaft nominiert wurde. Anfang Oktober geht es in der Länderspielwoche gemeinsam mit Douglas Costa für die Seleção in die beginnende WM-Qualifikation 2018. Und Arjen Robben war heute schon vor der Mannschaft auf dem Platz, Schritt für Schritt Richtung Comeback. So, am Samstag, also morgen, beginnt in München das Oktoberfest. Für Pep Guardiola ist es nun schon das dritte Mal, seit er in München ist. Also irgendwie bekannt, aber auch immer noch ein bisschen speziell. Ich mag das kleine Bier kalt und nachher nochmal. Aber große nach 3 Minuten ist nicht kalt. In der Bier nicht kalt ist nicht gut. Ich mag mit Auto gehen nach selber Straße und sehen alle Leute auf der Straße. In Lederhose und Dindal und zufrieden. Ich verstehe nicht, warum acht Vormittag die Leute gehen da. So manchmal denkst du, oh, wie viel Uhr gehen da? So ruhiger bleiben.